Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Daniela von zauberhaft-stempeln.de. Ihr Lieben, juhu, es ist wieder Wunderwelt-Mädels-Katalog-Countdown und wir Wunderwelt-Mädels zeigen euch ja schon eine ganze Zeit lang wunderschöne Projekte mit den tollen neuen Produkten aus diesem Katalog, dem Jahreskatalog Mai 23 bis April 24. Er ist ein Jahr gültig und wir sind schon ganz voller Eifer dabei, die neuen Produkte für euch auszutesten und euch tolle Beispiele zu zeigen. Und heute bin ich nun an der Reihe und darf euch ein Set aus diesem Katalog vorstellen. Öffnen darf ich ihn leider noch nicht, aber ihr findet das Set, wenn ihr den Katalog aufschlagt, relativ weit vorne. Es ist eine der ersten Kollektionen oder die erste Kollektion aus dem Katalog. Und ich darf euch präsentieren, tada, bezaubernde Ballons heißt das Set, für das ich mich entschieden habe. Ich liebe Luftballone und ich finde, das ist einfach so ein universelles Basic. Ein Luftballon mit tollen Sprüchen in diesem Set. Alles Liebe geht auch für alles. Und hier, hey, zum Abi, toll gemacht. Lass uns zusammen feiern. Hoch sollst du leben und das hier, das herzlichen Glückwunsch. Das finde ich super, weil das passt einfach immer. Das geht, herzlichen Glückwunsch kann man zu jedem Anlass sagen. Also das geht nicht nur zum Geburtstag, sondern wie gesagt zum Schulabschluss oder zu einer bestandenen Prüfung, egal was. Es geht einfach immer und das finde ich sensationell und deshalb habe ich mir das Set ausgesucht. Zu dem Set gibt es passende Stanzformen und die heißen bezaubernde Ballons. Ha! Wer hätte das gedacht? Und die sind auch wirklich super schön. Ihr habt die Ballone hier quasi gleich passend da dazu. Und ihr habt hier so einen Dreierballon zum Ausstanzen, der schon zusammen ist. Und hier die großen Ballone, ein Tag mit den kleinen Konfetti. Ihr könnt hier ein bisschen Konfetti machen. Ihr habt hier so einen Puschel, den man unten dran machen kann. Und das hier ist der Puschel und die Sternchen sind auch super süß in groß. Und das hier gefällt mir besonders gut, denn damit könnt ihr quasi einen schönen Streifen machen, wo ihr quasi eine Streifengirlande machen könnt. Und ja, das werde ich euch dann mal noch präsentieren, wie das geht. Also das kommt hier im Set, sparen im Paket, wie immer 10% günstiger. Und dann gibt es noch ein wunderschönes Designerpapier da dazu und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Das heißt, bezaubernd bunt. Und ihr wisst, zauberhaft ist auf meinem Kanalprogramm und deswegen waren eigentlich die bezaubernden Ballons auch gleich hier Thema. Und ihr seht es schon, es ist ein wunderschöner Regenbogen und es ist einfach nur ganz, ganz fantastisch, wie es daherkommt. Ich stelle euch die Farben vor. Es ist einmal das neue Zitronenparfait, ein wunderschönes Gelb, ganz, ganz traumhaft. Wir haben Limette mit dabei, eine Farbe, die schon mal als In-Color da war und wiederkommt. Mega schönes, frisches Grün. Wir haben Lagunenblau, das war auch schon mal da und ist wiedergekommen. Genauso wie das Pfauengrün, das haben wir auch wieder ins Sortiment mit aufgenommen. Und das sind die ersten hier. Und dann kommen wir zu einer neuen Farbe und das ist Azurblau, ein wirklich schönes, ja, ich möchte fast sagen, warmes Blau. Also es ist wirklich eine super schöne Farbe. Und dann kommt mein Favorit hinterher, Blaubeere. Gab es auch schon mal. Mega schön. Wir gesellen Abendblau noch mit dazu. Und das sind die Blautöne, die ihr hier seht. Ganz, ganz toll. Und dann mein nächster Favorit. Also ihr seht schon, ich bin total happy mit den neuen Farben, die in die Grundfarben mit aufgenommen worden sind. Sommerbeere, welcome back, Sommerbeere. Babyrosa, ein neues Rosa. Das geht so ein bisschen, ihr seht es, in eine blaue Richtung. Das hier auf dem Designerpapier. Und dann passt das Fräschenlila, das wir einfach glatt behalten haben. Ganz super schön dazu. Also die Farben des Regenbogens ganz toll in diesem Papier. Bezaubernd bunt. Und dann schauen wir uns das Papier mal an. Hier gibt es, wie gesagt, die Streifen und auf der Rückseite finden wir die passenden Sterne dazu. Es ist ein 6x6 Papier und ihr findet jeweils
Moment, muss ich schauen. 4 Motive. Genau, hier haben wir Sommerbeere in Streifen. Und hier ist es so changiert, die Streifen von der Sommerbeere. Dann haben wir hier so einen ganz tollen Hintergrund in Fräschenlila. Und auf der Rückseite, das mag ich sehr, die kleinen Dreiecke, die auch so in dem Farbverlauf sind. Also das ist total meins. Hier haben wir das Babyrosa und entzückende Punkte. Ihr wisst, Punkte gehen immer. Zitronen-Parfait-Streifen, das ist für mich der Sommer. Kennt ihr noch dieses Eis, das in der Waffel? Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber das, wo genau oben Topping weiß-gelb. Also das sind mein Lieblingseis in meiner Kindheit. Also das war richtig lecker und das erinnert mich total daran. Also super. Die Rückseite, mega Punkte in groß und so drüber. Ganz, ganz super. Und hier kommt die Limette, die nette Limette. Und die hat auch wieder das bunt gemusterte. Ihr seht schon, eine Farbe ist meistens Uni. Hier kommen wir mit dem Faungrün daher. Und auf der Rückseite gibt es dann Muster in Limette in diesem Fall. Hier haben wir das Lagunenblau im Farbverlauf und diese schönen Girlandenwellen, vielleicht eher so rum, wenn man es als Girlande verwenden kann, passend zu den Ballons, perfekt finde ich. Das Abendblau wieder in einem schönen Farbverlauf und hier, oh, Sternchen, ihr Lieben, ganz, ganz zauberhaft, also total schön. Hier haben wir ein super schönes Blau, das Azurblau. Seht ihr, es ist ein richtig toller Farbton. Er ist kräftig, aber nicht zu grell. Und hier haben wir ein bisschen Konfetti und Luftschlangen. Und da kommen wir jetzt mit der Blaubeere, würde ich sagen, ist das. Und die Sternchen, ganz, ganz toll. Und dann haben wir hier noch die Querstreifen oder die Schrägstreifen in dem Muster. Und auf der Rückseite das Sommersorbet nochmal. Stimmt nicht. Sommerbeere, Entschuldigung. Ach je, ich komme ganz durcheinander. So, aber nun genug erzählt. Jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was wir heute basteln. Wie gesagt, es gibt 2 Karten. Die Aufgabe war Karte Nummer 1, nur mit dem neuen Set. Also das bedeutet für mich, nur mit diesem zu arbeiten. Und die Karte Nummer 2 verwende oder kombiniere das neue Set mit einem alten Set. Aber wir starten erstmal mit der Karte Nummer 1. Und Karte bedeutet Umschlag und hier seht ihr es schon, hier habe ich schon die zauberhaften Ballons aufeinander gestempelt in Zitronenparfait, Limette, Sommerbeere, Babyrosa und dem Azurblau. Und da ist noch ein bisschen Blaubeere mit drauf, einfach drauf gestempelt. Und ihr seht auch, diese Übergänge sind total toll von den Farben aufeinander. Also es ist richtig schön, mit den Luftballons zu arbeiten. Und hier seht ihr dann auch schon meine erste Karte dazu. Tada! Ich habe mir einfach die Luftballons so verschieden aufeinander gestempelt und quasi so mein eigenes Designerpapier gemacht. Und dann herzlichen Glückwunsch, einfach gestempelt aus dem Set aufgeschnitten und drauf. Und diese kleinen Schmucksteinchen hier, die habe ich mir einfach mit den Stampin' Blends in den neuen Farben koloriert. Und ja, das ist Karte Nummer 1. Dann dachte ich mir, ich probiere doch glatt mal das Ganze mit den neuen In-Color aus. Ihr kennt die neuen In-Color schon, Kupferbraun, Wilder Weizen, Boho-Blau, Malve und Kieselgrau. Und das ist jetzt quasi genau das Gleiche, auch wieder die Ballons abgestempelt aufeinander. Das ist dann nun die Kombinationskarte in den In-Color. Und ich finde, es ist auch sehr gelungen und man könnte es sogar fast als eine Männerkarte nehmen, denn die Farben sind so ein bisschen gedeckter alles und ja, das Malve lockert so ein bisschen auf, finde ich, gibt es immer einen schönen Touch und ja. Herzlichen Glückwunsch, finde ich, ist auch in den In-Color eine richtig tolle Karte geworden. So, und Karte Nummer 2 war dann etwas, wie gesagt, anders, denn wir wollten ein bestehendes Produkt einsetzen und da hole ich ein bisschen aus. Mich hat eine wunderschöne Karte zum Geburtstag von der lieben Beate erreicht. Die Beate ist eine Teamschwester von den Wunderwelt-Mädels von mir und ich fand die so toll
Und ich wollte die Technik eh schon zeigen und dann hat es doch perfekt zusammengepasst. Und das war die Karte von der Beate. Das ist so eine klappende Streifenkarte. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Auf der ersten Ebene seht ihr Glück und wenn ihr es aufklappt, seht ihr Wunsch. Und das ist nur das Deckblatt. Ich nehme das mal raus. Und innen drinne habt ihr dann Platz für eure Botschaft. Und ich fand das einfach super mega schön mit den Streifen und habe gedacht, das schaue ich oder habe sie gefragt, ob ich das nachbasteln darf. Und sie hat es mir erlaubt und das finde ich ganz toll. Und deshalb haben wir nun eine Streifenkarte mit dem neuen Set bezaubernde Ballons und dem Designerpapier bezaubernd bunt. Ihr seht hier den Regenbogen und dann habe ich hier unten die kleinen Sternchen hingestempelt, was ich ja total niedlich finde. Also einfach total schön. Das ist der Umschlag. Und tada, das ist meine Karte. Und mit dem Streifenpapier. Und ihr seht hier das Glückwunsch. Das ist mein bestehendes Set, nämlich die Stanzformen angesagtes Alphabet. Und es ist einfach mega, dass es in den Jahreskatalog übernommen wurde. Und so habe ich aus dem Glitzerpapier, das kennt ihr auch, das gab es mal in der Celebration und das kommt in zwei Farbtönen jetzt in den Jahreskatalog. Und da es schon mal bestehend war, durfte ich es auch verwenden. Also total cool. Glückwunsch. Quasi so, also mit den Streifen total cool. So aufeinander, das hat so ein bisschen, ja, einen netten Touch. Und ihr seht, hier habe ich von Gelb nach Rosa. Und hier habe ich von Rosa wieder zurück zum Grün, dass es auch noch mal so ein bisschen unterschiedlich ist. Und es hat wirklich was total Tolles, diese Karte. Also ich denke, das geht für jeden, das geht für größere und kleinere Kinder. Also mega. Und hier habe ich innen drin noch mal die Ballons gestempelt in Sommerbeere, Zitronenparfait und Blaubeere. Hoch sollst du leben. Und hier unten habe ich auch noch mal einfach die kleinen Sternchen drauf gemacht. Aber nun würde ich sagen, legen wir los mit der ersten Karte. Das war ja diese hier, dass wir es noch mal wissen. Und dann suchen wir uns die passenden Stempelblöcke für die für die Stempel heraus. Ich nehme den großen Stempel und die kleinen Sternchen lege ich mir auch schon parat. Die Luftballons alle drei. Wobei, wir lassen es nochmal da, nicht, dass wir es verlieren. Und den hier möchte ich auch verwenden. Grundkarte, die wir uns zuschneiden. Und da nehmen wir den Papierschneider und einen Bogen Grundweiß. Und wir machen uns als erstes eine Grundkarte zurecht. Und die hat die Maße 14,5 auf 21. Und die falzen wir an der langen Seite bei 10,5 cm. Und die zweite können wir uns auch schon vorbereiten für die zweite Karte. Dann haben wir das auch schon. Ebenfalls 14,5 auf 21 gefalzt bei 10,5 cm. Ziehen wir uns die Falzlinien gleich nach. Dann schneiden wir uns einen Aufleger zu und der hat die Maße 8,5 mal 13,5 cm. Also das wird jetzt absichtlich ein bisschen schmaler. 8,5 mal 13,5. Und ihr findet natürlich wie immer auf meinem Blog alle Informationen zu den Maßen und den verwendeten Produkten. Und das Designerpapier, da warte ich jetzt erstmal, wie wir uns das bestempeln, wie das aussehen wird. Und genau, das entscheide ich dann später, wie das werden soll. Wir nehmen uns eine Stempelunterlage. Und dann starten wir mit dem Stempeln. Ich hatte mich da an den Farben orientiert, wie das in dem Papier so ist. Also das waren ja weitgehend alle neuen Farben. Und deswegen, weil es so schön ist,
machen wir es doch auch wieder so. Ich nehme mir zum einen das Lagunenblau, Limette, Zitronenparfait und dann habe ich noch das Babyrosa, das Sommerbeere. Und jetzt muss ich aufpassen, dass wir das alles hier, ich muss es ein bisschen auf die Seite stellen. Ihr verzeiht mir das bitte, die Blaubeere und das Azurblau. Nicht, dass wir hier die Karte falsch oder ja beschmieren. So, ihr fangt einfach mit irgendeiner Farbe an und ich werde einfach den größten Ballon nehmen. Und dann stempel ich den in Azurblau. Und dann könnt ihr entweder jetzt von einer Richtung in die andere, aber ich habe dann einfach überlegt, wo möchte ich denn die großen Ballone haben. Und dann habe ich erstmal die großen Ballone gemacht und von denen habe ich gar nicht so viel genommen, denn sie sind echt groß. Und ich habe mir die aber gleich weiter bestempelt. Bei diesem Stempel mit dem Konfetti seht ihr unten hier so ein Nöppel. Und das ist der untere Teil. Und dann habe ich mir einfach nur den unteren Teil, weil ich wollte das Konfetti nur am unteren Rand haben, eingefärbt. Und jetzt seht ihr ja, hier war ja unser Ballon. Und dann könnt ihr das schön drauflegen. Und dann könnt ihr ein bisschen Konfetti in einem dunkleren Ton stempeln. Und wer vielleicht sich noch erinnert, früher gab es diese riesigen Luftballone, die gefüllt waren. Und da waren, also ich habe das mal zum Geburtstag gekriegt als Kind und ich war hin und weg und fand das so, so schön, diesen gefüllten Ballon mit dem Konfetti drin. Und das erinnert mich dran. Der war auch irgendwie so mehrfarbig. Ja, ist einfach, wie gesagt, ein tolles Set und wer Luftballone liebt, wird es lieben. Wir machen mit dem nächstkleineren Stempel weiter und dann stempeln wir uns einfach ein bisschen Zitronenparfait. Und dann gehen wir einfach in die nächsten Farben, Lagunengrün und das setzen wir uns jetzt in Blau. Und da setzen wir uns so ein bisschen drüber und das gibt einen ganz tollen Effekt. Das werdet ihr erst richtig sehen, wenn die Farben trocken sind. Dass das super schön wird. Einfach auch das Rosa noch mal ein bisschen hineinbringen. Und das Dunkle, finde ich, muss auch einfach mit dazu. Das Blaubeere, dass es einfach da so einen kleinen Kontrast gibt. Und keine Sorge, das trocknet noch. Und dann gibt es super schöne Verläufe. Wer mag, kann es auch vorher einmal das Blaubeere abstempeln. So, und so finde ich es mit den großen schon ganz gut. Das können wir auch drauf lassen. Und dann nehme ich mir den kleinen und der kleine, der füllt mir so ein bisschen und gleicht das so ein bisschen aus. Also da gehen wir einfach schön dazwischen und dann gibt es nachher gleich diese tollen Farbverläufe. Und damit habe ich am Anfang gar nicht gerechnet und war dann super erfreut, dass es wirklich so toll geworden ist. Aber da noch ein Blau dazwischen. Und hier oben, vielleicht hier unten noch ein bisschen Limette, die nette Limette. Und dann ist es eigentlich auch schon richtig schön befüllt. Und wer mag, es gibt hier in dem Set noch diese kleinen Konfetti-Streuselchen, nenne ich es jetzt mal.
Und die können wir auch noch in den kleinen. Ich muss noch einen zweiten kleinen Stempelblock kaufen. Es ist echt, also man braucht den wirklich oft und er ist toll. So, dann machen wir doch mal ein bisschen hier noch das Blau rein. Und das können wir einmal abstempeln und auch in das Sommerbeere mit reinnehmen. Und immer schön zwischendrin die Stempel gut reinigen, dass ihr auf keinen Fall die verunreinigt oder so, dass die Stempelkissen, das wäre schade, gerade bei dem Gelb. Also einfach mit dem mit der Schrubbkiste arbeiten oder mit dem Stempelreinigungsprofi. Die findet ihr auch weiterhin im Jahreskatalog. So, das sieht doch schon echt richtig super aus, finde ich. Und wir lassen das nun trocknen und in der Zwischenzeit bestempeln wir uns den Briefumschlag. Da habe ich ganz normal Grundweiß C6 verwendet und da mache ich mir aber die Klappe hoch, dass ich hier nicht so die unterschiedlichen Lagen habe und bestempel mir den ebenfalls mit den entsprechenden Luftballons. Also wir nehmen wieder den großen und wir fangen mit dem großen an. Einmal in Azurblau, in meinem Fall. Also ihr dürft es ja natürlich stempeln, wie ihr wollt. Azurblau und dann machen wir uns gleich die Blaubeerspritzler. Einfach nur die Hälfte, so ein bisschen. Ich finde, es muss gar nicht alles sein. Also mir gefällt es, wenn das nur die Hälfte ist. Und wie gesagt, immer gut sauber machen zwischen den Teilen hier, dass nichts passiert. Dann nehmen wir einmal den mittleren Ballon in Limette und einmal in Babyrosa. Also wirklich ein ganz tolles neues Rosa. Es ist nicht gelbstichig. Ich finde, es ist eher ein bisschen bläulich, was ich persönlich sehr angenehm finde, was sehr schön ist. Und das Zitronensorbet, das ist einfach nur Sommer. Und das Schöne ist, diese Farben bleiben uns ja erhalten. Also die In-Color sind ja immer nur für 2 Jahre da, aber diese Farben, die bleiben jetzt länger. Und das ist super schön. So, das ist super. Der Umschlag ist soweit fertig. Die Stempelkissen machen wir wieder zu. Und da bleiben wir gleich bei dem Umschlag und machen uns den schon fertig. Ihr nehmt einfach den schwarzen Write Marker und dann könnt ihr euch hier so Schlangenlinien runterziehen. Ich fand das so schön, einfach hier so quasi kleine Schlangenlinien runterfahren lassen und dann habt ihr schon einen super schönen Umschlag ganz schnell gezaubert. Und dann schauen wir mal nach unserer Karte, wie es hier aussieht. Seht ihr, das seht ihr schon richtig toll. Das ist schon super getrocknet. Das Gelb kommt wirklich auf dem Lagune obendrauf vor. Und also diese Farbverläufe sind einfach mega. Und ihr seht, dass... Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen Probleme mit den Farben. Das Blaubeere, also ist gar nicht mehr so kräftig. Und das wird auch noch ein bisschen heller werden. Also das ist einfach richtig toll. Unsere Grundkarte haben wir ja schon zurechtgeschnitten und dann brauchen wir noch einen Aufleger. Bei der ursprünglichen Karte, da habe ich hier das Designerpapier in dem Azurblau verwendet und jetzt möchte ich aber eher eines dieser anderen changierenden Hintergründe verwenden. Das ist natürlich auch toll. Wir schauen sie uns kurz nochmal durch. Das hier wäre auch super, aber das ist Fräschenlila, das passt da nicht. Wenn, dann nehmen wir hier das, das Babyrosa.
Ich muss auch erstmal einmal zurechtfinden. Vielleicht gibt es das auch gar nicht. Dann nehmen wir die Nettelimette. Schauen wir mal, wie es mit der Limette aussieht. Das ist natürlich auch super. Oh, ich kann mich wieder nicht entscheiden. Aber wir nehmen das. Das ist auch sehr, sehr schön. Denn wir haben das Limette hier und das passt. Wir brauchen dann nochmal den Papierschneider, bitte. Und dann schneiden wir uns diesen Aufleger zu in den Farben, in den Maßen 10 cm auf 14,5 cm. Also 10 cm mal 14,5 cm. Und dann nehmen wir uns die erste Grundkarte und den Flüssigkleber, den Tombow, und kleben uns gleich schon mal das auf. Schön mittig. Oben und unten der Rand. Es geht ja bis zum Rand nach außen. Aber hier oben und unten müssen wir das schön mittig machen. So, also das geht heute bis zum Rand und hat oben und unten einen kleinen Abstand. Und dieser Aufleger, den positionieren wir dann mittig auf dem Grün, auf dem Limettengrün. Dann kümmern wir uns um den Spruch, während das noch ein bisschen trocknen darf. Dann nehmen wir den Spruch aus dem Set. Herzlichen Glückwunsch. Und der ist wirklich auch super gut. Und den stempeln wir uns schwarz auf weiß, würde ich sagen. Oder wir könnten ihn auch in Blaubeere stempeln. Dann machen wir das doch mal in Blaubeere. Es darf ja auch ein bisschen anders sein zum Prototyp. Einfach einen Reststreifen. Super. Schaut mal, wie schön der abstempelt. Also es ist ein mega Schriftzug. Ich mag den jetzt schon total gerne. Also allein wegen diesem Schriftzug würde ich das Set kaufen, weil es ist echt super schön mit dem Geschwungenen und dem Geraden. Mit der Schere schneiden wir uns nun den Spruch grob aus. Ich lasse ein bisschen weiß stehen. Und dann kleben wir uns den auf Limette auf. Denn Limette ist ja auch der Untergrund. Und dann haben wir da nochmal den Farbverlauf. Also das passt dann super. Und dann haben wir hier unsere Karte und dann schaut mal, wie cool das ist in dem Grün. Also ich nehme noch ein bisschen das Falzbein und ziehe es in diese andere Richtung. Dann ist es wieder glatt und gerade. Und dann kommen die Dimensionals. Und wir können jetzt hier zum Beispiel die ganze Reihe verwenden. Dann immer auch den Rand benutzen, bitte, weil der ist genauso klebend und zu verwenden. Und dann können wir die zwei kleinen noch da oben drauf machen. Also auch immer die Etiketten flächig mit den Dimensionals bekleben, dass das Etikett nicht so ein bisschen durchhängt. Am Anfang war ich da auch sehr sparsam, aber ich habe schnell gemerkt, dass es anders schöner ist. Dann platzieren wir uns das doch vielleicht so
Herzlichen Glückwunsch. Einfach total cool. Und wer jetzt noch nicht weiß, was er mit der Karte macht, der kann das ja mit dem herzlichen Glückwunsch so lassen. Und dann, wenn zum Beispiel jetzt doch zur Prüfung oder zum Abi, dann könnt ihr hier zum Abi noch drauf machen oder so. Das geht ja dann auch. Jetzt bräuchten wir noch die Glitzer. Und dazu nehme ich mir die ganz normalen Strasssteinchen und koloriere die mit den Stampin' Blends in unterschiedlichen Farben. Die sind ja alkoholbasiert und deswegen halten die auch auf den Strasssteinen drauf. Die normalen Write Marker, die könnt ihr nicht verwenden, das hält nicht, denn die sind mit wasserlöslicher Tinte. Und dann mache ich mir einfach hier auch noch einen dunklen. Mit dem Aufhebhelfer nehme ich mir die dann hoch und setze mir die hin, wo es mir gefällt. So, und das war's dann. Und dann haben wir schon unsere wunderschöne Karte fertig gestempelt. Einmal den Umschlag und einmal hier die Karte mit den Luftballons. Und das war die Karte, die ich euch gezeigt habe. Also die Umschläge sind quasi gleich. Und ihr seht, ihr könnt mit dem Stempelset ganz, ganz toll stempeln und einfach, ja, wunderschöne Motive zaubern, hier die Farbübergänge und so, finde ich richtig toll. Das war die Karte Nummer 1, nur mit dem Stempelset, bezaubernde Ballons. Und dann kümmern wir uns gleich um die Karte Nummer 2. Die Grundkarte haben wir uns ja schon vorbereitet in Weiß und dann brauchen wir jetzt die Streifen, die wir verwenden wollen, und das Designerpapier. Und da ist am besten, ihr sucht euch erst das Designerpapier aus und wählt dann, welche Streifen ihr machen wollt. Also ich habe dann überlegt, ich möchte dieses Designerpapier diesmal verwenden. Und da brauchen wir 2 Stück davon. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich lege mir das jetzt einmal hin, dass es richtig rum ist, dass ich es und überlege, wie ich die jetzt schneide. Ich werde sie so rumschneiden. Und entweder ich fange hier an oder hier unten. Aber ich glaube, ich lege es mir so rum hin, dass da jetzt auf keinen Fall was passiert. Und dann schneide ich mir zuerst das Designerpapier. Wir brauchen 12 Streifen. Jeder Streifen ist 2,1 cm breit und 10,1 cm lang. Und da werde ich mir die jetzt aber erstmal am Stück runterschneiden. Mit 10,1 und ihr solltet wirklich jetzt aufpassen, dass ihr ganz genau schneidet, dass das nachher auch schön bei der Karte wird und gut zusammenpasst. Also 10,1 die Höhe und 6 bekomme ich in der Breite hin, dann sind das 12,6 cm. Also ich schneide mir erst den großen Streifen runter und dann schneide ich mir jetzt kleine 2,1 Streifelchen. Die lege ich mir rechts an und dann lege ich mir die gleich auf den Kopf herum hin, dass ich mir die nicht durcheinander schmeiße. Denn sonst geht nachher die Sucherei los und es ist schöner, wenn es dann auch den Farbverlauf hat oder das Muster. Je nachdem, ihr könnt es natürlich mit jeglichem Papier machen, was euch gefällt. Aber ich darf ja heute das neue Set vorstellen. Mit den bezaubernden Ballons. Und deswegen gibt es auch das Designerpapier bezaubernd bunt. Also das sind meine ersten 6 Streifen. Und dann schneide ich mir nochmal 10,1 in der Höhe. Und lege mir den Streifen auf die Seite. So, jetzt habe ich bei diesem hier von dieser Seite angefangen und jetzt möchte ich für das andere von dieser Seite anfangen. Also das heißt,
ich drehe mir das herum und schneide mir es hier ab. Und dann machen wir wieder bei 12,6 einen Schnitt. Und diesmal schneide ich mir die andere Seite ab. Und dann habe ich jetzt von der Seite 2,1. Das ist eigentlich jetzt das Komplizierteste, mit dem Muster da ein bisschen drauf zu achten. Und sonst sind es einfach nur gerade Streifen. Und dass ihr halt, wie gesagt, das langsam macht und schön konzentriert die Streifen schneidet. Und nachher auch bei den anderen Streifen, dass es gut passt. Und jetzt brauche ich dann noch mein Designerpapier, oder das habe ich das Designerpapier, und jetzt brauche ich noch das Grundpapier dazu, das ich zuschneiden werde. Und da brauche ich von dem Papier, habe ich auch wieder Streifen, die sind 3,2 cm breit, also einen Millimeter auf jeder Seite breiter, und die Länge sind 20,6, denn sie werden doppelt gelegt und in der Mitte gefalzt. Und das heißt, ich kann mir herunterschneiden 13,8 mal 20,6. Und dann schauen wir mal, wir könnten das vielleicht auch in dem Limiter oder Sekunde oder in dem Sommerbeere. Und dann würde ich sagen, ich nehme das Sommerbeere. Das gefällt mir sehr gut. Also schauen wir mal, das reicht nicht mehr. Dann brauchen wir einen neuen Bogen in Sommerbeere und den schneiden wir uns auf 13,8 mal 20,6. Und da die Streifen gefaltet werden, braucht ihr das quasi nur einmal. Also 13,8 mal 20,6. Das bekommt ihr schön ganz normal aus dem Bogen raus und könnt nachher noch eine Karte draus machen aus dem Rest. So, das ist unsere lange Seite und die falzen wir jetzt bei 10,3 cm. 10,3 einmal falzen und dann schneiden wir uns jetzt bei 2,3 die Streifen runter und die haben wir dann schon gefalzt. Also 2,3 und ich habe jetzt absichtlich die Falzlinie nicht nachgezogen. Das mache ich erst nachher, dass ich es besser schneiden kann. Das war auch schon das ganze Hexenwerk. Und dann nehmen wir uns den Papierfalter und dann falzen wir das nach. Schön schauen, dass die aufeinander liegen, dass sie gerade sind, die Streifen. Und dann schön das nachfalten, dass nicht so weit nach oben absteht. So. Und dann nehmen wir die Grundkarte. Und da ist am besten, ihr macht das jetzt flach, legt sie flach hin und dann geht es ans Kleben. Also ihr habt jetzt quasi nur, ich zeige das nochmal bei der Karte, ihr habt jetzt nur hier rundherum und in der Mitte einen Millimeter. Also das ist wirklich ganz, ganz knapp aufgeklebt. Und ihr legt es so vor euch hin, dass es aufklappt, dreht es einmal herum und dann klebt ihr den Streifen fest. Also die Karte liegt so zu euch, die Öffnung ist auch bei euch am Bauch und dann legt ihr das schön an, dass ihr einen Millimeter oben und links Abstand habt und unten auch. Also so Pi mal Daumen. Ihr braucht das jetzt nicht messen. Und dann habe ich mir den nächsten genommen und den nächsten setze ich rechts an. So, einmal rechts ansetzen. Und dann nochmal schauen, das ist jetzt für mich mit der Kamera wieder ein bisschen schwieriger zu schauen. Aber
Für euch klappt das ganz gut. Also jeden Streifen nehmen und festhalten. Wichtig ist, dass ihr oben das schön macht, dass der Abstand oben gleich ist. Und dann einfach so ein bisschen zwischendrin. Das misst euch keiner nach. Aber es sieht einfach schön aus, wenn es nur so ein ganz kleiner Abstand ist. Also mir hat das super gut gefallen. Und ja, liebe Beate, nochmal herzlichen Dank für diese schöne Karte, diese tolle Idee. So, die letzten beiden drücke ich mir jetzt noch nicht an, sondern ich schaue erstmal, wenn der letzte jetzt liegt, ob das so passt oder ob ich noch ein bisschen schieben muss. Und ihr seht, ich kann es noch ein bisschen schieben. Also wer mag, kann sich das natürlich vorher auch ausmessen, aber das ist mir zu viel. So, sehr schön. Es hält. Einfach jetzt nochmal nachfahren. Und dann geht's ans Kleben der Streifen. Wir beginnen mit dem obersten. Und hier, wenn wir es richtig hingelegt haben, einfach jetzt links oben. Wer mag, kann das natürlich auch mit dem Kleberoller machen. Der Tombow ermöglicht einfach, dass ihr das noch ein bisschen schieben könnt, wenn es nicht ganz passt. Und das sieht auch jetzt mit dem Farbverlauf total cool aus. Also, das gefällt mir richtig gut. Und ich bin schon total gespannt, was ihr da so schreibt, wie ihr es findet. Auch wie euch das Set gefällt und die neuen Farben. So, die erste Reihe ist fertig und ich finde, es sieht schon richtig cool aus. Wir klappen das jetzt einfach so nach oben und am besten die Rückseite auch, dass wir es flach hinlegen. Und dann geht es mit der Seite weiter. Und da beginnen wir jetzt mit dem anderen. Also ihr seht das. Hier haben wir oben das Lagune gehabt und hier haben wir jetzt einen anderen Farbton. Und ich finde das genau, das macht es aus, dass es nicht die gleiche Farbreihenfolge oben und unten hat. Also mir hat das sehr gut gefallen, wenn das... So, der letzte Streifen hat seinen Platz gefunden. Und dann können wir den Tombow auf die Seite packen und einfach nochmal alles nachziehen. So, wir machen jetzt erst vorne drauf das fertig, bevor wir es innen bestempeln. Und dazu habe ich ja das Set verwendet mit den passenden Stanzformen. Und da nehme ich mir aus den Stanzformen den kleinen Luftballon heraus und das Alphabet. Das brauche ich natürlich auch noch. Und das Glitzerpapier. Wie gesagt, das kommt wieder, das Glitzerpapier im neuen Jahreskatalog. Und deshalb verwenden wir das jetzt schon. Wir präparieren uns das Ganze. Auf der Rückseite kleben wir die Klebebögen, denn dann müssen wir nicht von Hand das Ganze mühsam aufkleben. Da ich bisher die kaum verwendet habe, habe ich noch ältere, aber seit es das Alphabet gibt, nutze ich die total oft und finde es einfach klasse. Ich schneide mir einfach großzügig das runter. Und klebe mir das auf. Eine Seite abziehen. Dann verstärken wir uns das quasi. Und
auch hier schadet es nicht, einfach das anzudrücken. Und da werde ich mir jetzt die Buchstaben Glückwunsch ausstanzen mit dem angesagten Alphabet. Und den Ballon. Und das legt ihr natürlich so rum drauf. Und das machen wir jetzt gleich. Ich hole eben die Stanzmaschine. Sekunde. So, wir brauchen einmal die Stanzmaschine und wir legen uns den Luftballon hin drauf. Und dann brauchen wir die passenden Buchstaben. So, dass wir alle haben, ein G, ein L, so ein bisschen wie beim Glücksrad, ein U und dann brauchen wir auch noch die Tüppelchen hier und den Strich auch noch für das Trennen des Wort Glück, C, und das K. Das W. Das U müssen wir uns nachher nochmal machen. N. S. Das C auch nochmal und das H. Und das hat dann nachher alles da nochmal gut Platz. Also der Glückwunsch liegt einmal die Stanzplatte drauf. Und dann müsst ihr das gut durchkurbeln. Und zwar also mindestens zweimal, denn das Glitzerpapier ist recht dick und wir haben ja noch die Rückseite. Das wackelt jetzt ein bisschen für euch. Und ihr seht, jetzt ist es ganz gut durchgegangen. Und dann bringen wir uns die Buchstaben schon mal an. Genau, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt geht's, das war beim letzten Mal auch so, aber das ist gar kein Problem. Das löst sich jetzt so runter und wir kleben das gleich auf und die restlichen, die kleben wir uns nach. Bei dem habe ich dann schon das Lineal zur Hilfe genommen und mich auch an der Linie hier oben orientiert. Und dann hier unten könnt ihr das zum Beispiel bei 3 cm. Und jetzt brauchen wir den Aufhebhelfer. Und mit dem Aufhebhelfer ziehen wir uns das jetzt vorsichtig raus. Ah, seht ihr, das ging gut. Und ziehen die Schutzfolie ab und kleben uns nun jeden einzelnen Buchstaben. Wer mag, kann das auch ein bisschen weiter runter machen, also wie es euch gefällt. Ich glaube, so ist es ganz gut. Und so kleben wir uns nun die Buchstaben schön gerade auf. Und wenn ihr es vorher hier in der richtigen Reihenfolge euch draufgelegt habt, dann müsst ihr gar nicht so viel überlegen. So, und bei dem U ist jetzt wichtig, dass wir gleich diese Ü-Punkte mitnehmen, denn sonst fliegen sie uns weg. Ihr könntet natürlich auch sonst einen Glitzer nehmen. Aber das ist natürlich eine kleine Herausforderung, auch diese Punkte richtig zu platzieren, ohne dass sie ständig am eigenen Finger kleben. Und den Strich, den lassen wir noch, weil den machen wir zusammen mit dem Luftballon. Das zeige ich euch dann gleich, wie ihr das gut machen könnt. Ich mache mal eben die zweite Reihe und ihr seht es im Schnelldurchlauf.
So, ihr Lieben, der Glückwunsch, der sitzt und passt und sieht wirklich super schön aus, finde ich. Ach Gott, jetzt habe ich sie aufs Falsche geklebt. Oh. Geht zum Glück nochmal runter. So. Uppala. So, also Glückwunsch. So passt's. Vor lauter Streifen. Aber ist ja nichts passiert. Und jetzt kümmern wir uns noch hier um den letzten Streifen. Und dazu legen wir das hin. Denn ich habe mir dort diese Schnur gestempelt diesmal. Oder diese Leine, wie auch immer ihr das nennen wollt, von dem Luftballon. Und da ist es am schönsten, wenn man den Luftballon platziert und dann stempelt. Und dann sich den Strich quasi positioniert. So ist es ganz gut. Und das stempeln wir einfach in Memento Schwarz. Perfekt. Und dann nehmen wir uns nochmal den Aufhebhelfer und dann haben wir hier drüben diesen Querstrich. Und dann klappen wir das wieder zusammen und dann orientiere ich mich einfach an dem K und mache das hier drauf. Und dann haben wir es fertig. Unsere coole Streifen Glückwunschkarte und ich finde es total schön mit dem Designerpapier und dem den Buchstaben. Und innen rein wollen wir uns jetzt natürlich auch noch mal ganz kurz ein paar Luftballons stempeln, denn es soll ja natürlich auch zusammenpassen. Und dann nehme ich mir den kleinen und bleib in den Farben Sommerbeere, Blaubeere und dann nehmen wir doch noch diesmal das Grün dazu. Es darf ja mal ein bisschen auch anders sein. Und dann stempeln wir uns einfach die Luftballons aufeinander. Kurz die Unterlage drunter legen, dass wir nachher nicht die Karte... Ach, war sogar gar nicht... Am Ende seht ihr, das sieht man manchmal echt nicht. Mit der Kamera ist die Perspektive eine ganz andere. So. Dann machen wir die zu. Und nehmen nochmal die Leine, die Schnur. Und dann können wir uns die hier so cool da dran. Und dann brauchen wir diesmal, weil die kürzer sind, können wir uns die einfach so zusammen. Können es auch so rum machen. Und dann sieht es einfach total mega schön aus. Und innen rein stempeln wir dann noch den Spruch, hoch sollst du leben. Das finde ich total cool. Hier. Super. Perfekt. Und dann habt ihr eine ganz besondere Karte mit einem wirklichen Wow, mit dem neuen Designerpapier, mit den bestehenden Buchstaben. Und ihr habt quasi hier auch das Stempelset verwendet. Und ihr könnt euch das natürlich noch weiter bestempeln und den Umschlag. Ihr wisst, ich habe hier diese kleinen, kleinen Sternchen noch reingestempelt oder so. Also das Set ist wirklich bezaubernde Ballons, ist wirklich super ja, vielseitig auch, möchte ich sagen. Also es ist einfach total schön. Und dann hole ich nochmal die andere Karte an den Basteltisch und dann seht ihr ganz viele Inspirationen. Und alles dazu,
Die ganzen Bilder findet ihr natürlich auch noch auf meinem Blog. Zauberhaft stempeln, und dann seht ihr diese Hülle und Fülle an Ideen mit diesem tollen neuen Set. Und es gibt noch viel mehr, und die werde ich euch ganz bald zeigen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß weiterhin bei den Wunderwelt-Mädels, dem Countdown zum Katalogstart. Morgen geht's weiter. Bis dahin, alles Liebe, eure Daniela von zauberhaft-stempeln.de.